Mensch, dieser Berg, der sieht echt schön aus. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zum 8. Part von Let's Play Minecraft. Ja, wir waren ja bei der Hütte, bei dem Hüttchen. Wir wollten uns ja irgendwie noch Bäume schlagen, bevor wir auffielen. Mensch, der Part, der ist wieder völlig übertrieben. Und deswegen wollen wir der Emma einfach mal auf den Arsch hauen. Wo daraufhin meine Axt kaputt geht. Die muss einen echt harten Arsch haben, wenn von der ganze Axt kaputt geht. Also, ja. Ein Arsch aus Stahl hat die Emma. Da brauchst du nur mit der Axt drauf kloppen und die Axt geht im Arsch. Im wörtlichen Sinne. So. Siehst du, die Axt, die ist nicht kaputt gegangen, die ist ihr im Arsch stecken geblieben. Naja. Und der Protagonist, der findet das so ekelhaft, dass er die einfach stecken lassen hat, die Axt. Ich meine, ist ja auch ekelhaft, so eine vollgekackte Axt aus einer Kuh ziehen, das will nicht jeder machen. Das ist ja auch ein bisschen ekelhaft. Muss ich dazu ja auch mal sagen. Warum machen wir eigentlich das Holz hier weg? Ach so, weil ich ja Sand im Ofen habe. Den Sand, den habe ich im Ofen, weil ich den nachher fressen will. Schmeckt sehr gut. Sollte man ja auch mal gemacht haben. Ein bisschen Sand essen. Hat das eigentlich im Kindesalter schon mal einer gemacht? Sand gefressen? Also ich habe das als Kind mal probiert. So gelitten, wie ich war. Es ist sehr fulminant. Vor allem diese braunen Klümpchen, vor allem hatte ich auch damals in der Sandkiste, wo ich in der Sandkiste gespielt habe, so eine weiche Sandklümpchen, die auch, ja, die so weich waren und ein bisschen gestunken haben. Heute weiß ich, was das war, und ich finde das im Nachhinein sehr ekelhaft, dass ich damit noch rumgespielt habe. Weil ich habe ja gedacht, das ist irgendwie feuchter Sand oder so. Dass es vielleicht auch Hundescheiße oder Katzenscheiße von wilden Katzen sein kann, das weiß man, wusste man ja dann ja nicht. Naja, ist schon ekelhaft gewesen, dass man das als Kind so gemacht hat. Na, zwei werde ich mir noch holen. Da habe ich mir auch wieder ein bisschen Holz, sagt man da. Man kann auch wieder ein bisschen, weil das hier so alles so leer aussieht. So kann man hier auch mal ein bisschen wieder Bäume machen. Hier. So. Ich finde die Musik irgendwie total eintönig. Immer dasselbe. Mensch. Ich muss mir demnächst noch welche raussuchen. Nur es wird wahrscheinlich die nächsten 5-6 Folgen genauso sein. Immer die gleichen Tracks. Dafür will ich mich schon entschuldigen. Nur ich will weiterspielen. Ich will jetzt nicht großartig Musik noch suchen müssen. Weil das ja auch schwierig ist, passende Musik zu finden. Muss ich ja dazu auch mal sagen. Es ist immer schwierig, passende Musik zu finden. Die zu Minecraft auch passen würde. Hatte ja auch schon mal auch ein, zwei Tracks, die einigermaßen gepasst hätten, aber dann hat mir irgendwas nicht gefallen an der Musik. Mir persönlich musste ja auch gefallen, sonst werde ich irgendwann aggressiv und mach das Spiel aus, und das will ja auch keiner. Manche würden das schon wollen, weil sie denken, dass ich scheiße bin. Aber die können ja den anderen Kanal gucken. YouTube ist ja groß. Naja. Schon wieder die Axt im Arsch. Zumindest wenigstens nicht von der Kuh. Man muss die Äxte ja auch nicht immer an Kühen verlieren. Weil die einfach mal im Arsch stecken haben. Das weiß ich auch, warum die Kühe so rumschreien immer. Die haben einfach eine Axt im Arsch stecken. Wozu ein Dildo? Einfach mal eine Axt im Arsch. Weißt du?
Dann haben wir noch ein paar Setzlinge hier. Kann man sich ja auch mal machen. Ja, ja. Was sagt denn das Öfchen? Der ist fertig. Der Sand ist noch nicht, ne? Nein. Da will ich auch mal die Hälfte reinzimmern wieder. Ich weiß, ganze Blöcke ist auch scheiße, weil das nicht so lange, nicht so großartig was bringt. Aber ich will mir erstmal die Tür machen. So. Erstmal, dass ich die Front habe. Dass ich wie beim Krieg an der Front stehen kann. So. Na, habe ich hier tun die Front. Das sieht ein bisschen blöd aus, aber gut, das Texture Pack. Das ist ja standardmäßig. Was war das denn gerade? Ach, Thaddeus. Habe ich noch Glas? Habe ich noch vier? Kann man sich ja mal holen. Ja, ich sollte warten mit Glas machen. Weil man... Oh, hat ja sogar gepasst, Mensch. Ich weiß, dass ich mit Glas warten sollte. Weil ich ja auch die EP davon bekomme, umso mehr Glas man hat. Aber darum geht es mir ja erstmal nicht. Ich will erstmal die Höhle, die Bude hier fertig haben. Sonst dauert es wieder 3 Jahre und ich will nicht... ich will nicht wissen... Na gut, eigentlich schon, aber... Naja, ob ihr so viel Zeit hättet, weiß ich halt nicht. Das weiß ich halt nicht. Und was wollte ich jetzt machen? Eine Tür. Sogar zwei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ich weiß auch gar nicht, warum ich 3 Türen kriege. Das verstehe ich irgendwo nicht. Sonst kriegt man ja immer eine. Oder hat man immer eine gekriegt damals. So. So, dann mache ich das mal von hier. So. So. Dann habe ich schon mal die Türen. Ich weiß nicht, wie gefällt mir das hier nicht. Weiß ich nicht. Nur da rausreißen und da reinfügen wieder, dann geht wieder Glas verloren. Das ist eine Kiste, wollte ich mir auch noch machen. Kann mir auch mal schnell machen. So, 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 so. Nein! Nein! Mach mir mal 2 gleich. Dass ich welche habe. Einfach. Weil die Tür, die muss ich ja nicht im Inventar haben unbedingt. Dann hau ich hier mal die Tür, Dings hin, die Truhen. Die kann man ja auch stacken, ne? Ja, ja, ja. Hab ich ja... Konnte man auch nicht immer, ne? Weiß das gar nicht. Dann kann ich hier zum Beispiel die Kakteen reinzimmern und die Wolle. Braucht man ja nicht unbedingt. Weizenkörner braucht man jetzt auch nicht unbedingt. Die Tür kann ich da reinmachen. Marguerite, ja, ja. Die alte Marguerite. Das rohe Fleisch, Erde kann man hier auch machen. Werde ich später noch brauchen, die Erde. So, jetzt habe ich wieder EP gekriegt, ein bisschen. Kann ich mir die Fenster auch mal zimmern hier. So langsam. Weil in der Nacht will ich jetzt nicht großartig in der Höhle gehen. Wobei ich mir noch eine suchen müsste. Weil ich ja auch Kohle brauche und... Weil ich habe ja keine Fackeln. Ich hatte ja nur eine und die habe ich ja mehr oder weniger verschwendet. So die restlichen. Das restliche Glas packe ich mir in die Truhe. Dann können wir ja auch ein bisschen weiterbauen, wenn wir ein bisschen Holz haben. Dann mache ich das mal hier. Versuche das mal hier fertig zu machen. Etwas haben hier. Dann kann ich mich auch mal ein bisschen an die Räume versuchen. Wie ich das so machen will. So. Ich baue hier schon 3, 4 Folgen an ein Haus. Das ist ja... Naja, ist ja auch ein bisschen übertrieben, die Hütte. Das muss ich auch mal zugeben.
Aber, naja. Da bin ich halt ein bisschen übertrieben. Was soll's. So. Ja, ein Fenster müsste ich hier mal wegmachen. Das hätte ich mal vorher überlegen sollen, damit ich auch hochkomme. Mit Treppen? Oder mache ich die Treppe so, dass ich denn da... Ich weiß das gar nicht genau. Die Küche kann ich hier ja eigentlich... Weil ich will hier nicht so ein Durchgangszimmer haben einfach. Damit man da reinkommt, da rausgeht. Das ist mir ein bisschen im Dorn im Auge gerade. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Irgendwas zum... Wieso? Was fällt mir jetzt erst auf? Das ist ja nicht so schön. Toll, das Glas, was ich gerade gesammelt habe, kann ich auch gleich wieder verschwenden. Oder? So. Das ist ja ein Traum hier. So. Ist mir gerade aufgefallen, Mensch. Jetzt sieht es wieder besser aus. So. Ja, wie ich das machen will, weiß ich auch nicht. Die Küche, das soll ja, kann ja die Küche ruhig werden. Kann man später noch machen. Könnten wir noch mal ein paar Treppen machen, oder? Damit ich nach oben noch ein paar Treppen haben kann. Dann kann man sich schon mal ein bisschen zweiten Stock mäßig orientieren. Das sind vier. Da, 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 da. Mal gucken, wie viele Treppen ich hier machen kann, weil ich noch einige bräuchte. Die anderen kann man sicher in die Truhe zimmern. So. Ja, 24 sollten ja reichen. Ich mach denn mal... Toll, ich wollte ja eigentlich eine Wand zimmern und daran denn die Treppe zu machen. Ein Treppenhaus, wie hat man denn hier... dann gehen wir wieder Holz suchen. Damit man ein paar Bäume verprügeln kann. Hätte ich mir mal vorher überlegen sollen. Naja. Was soll's. Muss ich auch noch ein paar Bäume verprügeln. Für mein Vorhaben einfach. Ist ja nicht so schlimm. Stört mich auch so. Was mich stört, kommt weg. So. Dann verprügel ich mal die Bäume hier so ein bisschen. Lass mal schauen hier. Hier ist so ein riesiger... Übertriebener Baum. Ne? Also, ja, ja. Die rühre ich ja eigentlich ungern an, weil die echt kompliziert zu pflücken sind, sag ich mal. Das Holz darunter zu prügeln. Weil wenn die zu groß werden, dann... Nur jetzt habe ich ja schon angefangen damit. Und... muss man so einen kleinen Trick anwenden, damit man auch an alles an Holz kommt. So zum Beispiel. Das ist ein bisschen schwierig hier. Ja? Weil der Baum ja übertrieben groß ist. Das Einzige, was noch größer ist, ist in meiner Hose und darauf will ich gar nicht eingehen. So. Dann pflücke ich mir ja nur alles hier mal ab. Ein bisschen abfrühstücken hier einfach.
ging mir auch die Axt kaputt und ich habe keine Axt mehr. Ach, das ist... Dann muss ich mich an meine Handkantenfunktion mal... Wird jetzt zwar ein bisschen dauern, aber... Wenn man halt so blöd ist und sich nicht vorbereitet... Dann... Muss man halt bestraft werden. Ich habe mal Probleme damit. Ich muss mal... Ich weiß nicht immer, was... Ich weiß immer nicht, was man zuerst loslassen soll. Weil man kann ja, wenn man croucht, kann man ja hier so... Und dann kann man hier... Ne? So. Naja. Habe ich mehr Probleme mit dich. Das ist schlimm. Eigentlich könnte ich jetzt rein theoretisch eine Höhle suchen oder mich da in den Berg schon mal reinbauen, aber ich müsste auch mal die Berge abklappern wegen Kohle. Die brauche ich unbedingt. Weil sonst brauche ich mich da gar nicht großartig hinbegeben. Weil ohne Licht ist alles scheiße da. Da siehst du überhaupt nichts. Da siehst du gar nichts, siehst du da. Also von außen sieht ja schon gar nicht schlecht aus. Das Häuschen. So. Das Glas packen wir dann erstmal wieder rein hier. Da können wir das andere Glas auch mal reinpacken. Mensch, 20 Glas, das ist sehr schön. Ach, so ein paar Extra sollte ich mir auch noch mal machen. So. Spitzhacken haben wir. Ach, ich muss noch Spitzhacken und Äxte machen und dies dann jenes. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Dass ich schon mal Steinspitzhacken habe. Technischer Fortschritt. Das war keine Technik dran. Außer es ist eine eingebaute Uhr drin, aber das nehme ich mal nicht an, dass da noch eine eingebaute Uhr mit drin ist. Man weiß ja nie. So, dann brauche ich noch Steinäxte, die halten auch länger. So. Da kann ich mir eine mal ins Inventar klöppeln. So. Eine kann ich denn ablegen erstmal, damit ich was hab. Jo. Ja, Holz bräuchte ich jetzt auch erstmal nicht, außer ich baue ein Haus weiter, dann wäre das schon ganz wichtig. Den Stock kann man auch einzimmern. Oder ich schiebe mir den Arsch, weißt du? Dann habe ich wenigstens ein Rückgrat. Gutes Rückgrat ist teuer. Diese Witze dauernd. So, und dann machen wir uns mal auf zu den Bergen. Gleise müssten ja eigentlich auch schräg hochgehen, oder? Das weiß ich gar nicht so genau. Wir haben auch schon jetzt... Oh, das Kohle, das Kohle, das Kohle! Das Kohle! Da muss ich jetzt hin. Um die abzubauen. Die brauche ich nämlich. Weil wenn in der Höhle sind, dann braucht man halt... Mensch, ey. Wo muss ich denn hoch? Ich will mich ja auch auf keinen Fall aufs Maul legen, weil das hier einfach schon ziemlich hoch ist. Wo war denn das? Ich habe das von unten bloß gesehen.
Kann man von hier aus? Nee, kann man nicht. Hier auch keine. Hui, ein. Aua. Das war jetzt unschön, aber weil ich wollte jetzt runter, weil ich wusste jetzt nicht, wo die Kohle war. Da oben. Dann muss ich da und ein bisschen weiter vorne, okay. Ja, das ist schön. Dann gehe ich mal wieder hoch. Auf die Schnelle. Auf dass ich hier nicht runterfalle. Wie vorhin. Habe ich ja extra runtergefallen, weil ich nicht wusste, wo ich hin muss. Dann muss ich da rum. Da wo. Ich will mich hier keinesfalls aus dem Maul legen. Das wäre nicht schön. Ach, das ist die Kohle. Ach Mensch. Na, jetzt habe ich ein Problem. Ja, genau, im Schnee geht die Schaufel kaputt. Natürlich. Das ist sehr logisch. Da muss ich immer. Ich weiß, ich bin gelitten. Oh, scheiße. Ich weiß, ich bin gelitten, weil. Auf der Kohle will ich gerade alles tun. Nein, 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 nein. Hier ist. Ich glaube, die ist hier nicht gut für Kohle. Ich glaube, ein Steinspitzhack ist da besser. Ja. Ich schmeiß einmal Kohle. Kohle ist immer gut. Ich muss hier nur gucken, Alter, das ist so hoch hier einfach. Wenn ich hier runter klatschen würde. Hier wieder hinzufinden wäre schlecht. Gerade weil ich noch keinen Kompass habe und gar nichts. Sterben wäre keine Option gerade. Ich würde auch gerne vorschlagen, ehe ich noch keinen Kompass habe, würde ich auch nicht sterben wollen. Würde bedeuten, dass ich keine Monster anmache. Ich meine, durch Dummheit sterben kann man zwar auch, aber ich hoffe nicht, dass ich durch Dummheit sterben werde. Das wäre nicht gerade schön. Wie schön ich Kohle hier kriege. Das ist ja. Wenn man schon Kohle braucht, ne? Habe ich mich gut entschieden, hier hochzugehen. So, dann haben wir ein bisschen Kohle. Oh Gott, ist das. Das ist so gefährlich hier einfach. Ein falscher Schritt und du bist tot. Da könnte man. Hier ist auch noch Stein. Ach, das ist ja cool. Oh, hier ist auch noch Kohle. Och, Mensch. Meine Kohlegebete wurden erhört hier. Ist ja ein Dream. Kohle! Alter, schön. Ich glaube, hier werde ich auch wirklich mal eine Höhle reinzimmern. Wenn es hier schon so viel Kohle gibt, also. Hier werde ich ja quasi schon. Alter, was? Hier werde ich ja quasi schon zugespammt mit Kohle. Das ist ja unfassbar. Da unten ist auch noch wild. Alter. 39, 40 Kohle für. Alter. Heilige Maria. Na gut, selbst die Heilige Maria, die würde sich auch über Kohle freuen. Da hinten ist auch noch welche. Alter, das ist nicht. Weil, aber es ist nur schlecht, weil ich hier. Ich hab doch. Under the Sea. Hab ich hier noch. Dann würde ich die Axt mal kurz weglegen. Dann. Nein.
Hilfe! Ich muss hier mit der Steuerung noch mal ein bisschen klarkommen. Klappt das, wenn ich hier... Ja, klappt. Und da unten war, glaube ich, eher weniger, ne? Ach doch. Alter, das ist ja auch noch cool. Du willst mich doch verarschen, Junge. Da verbrate ich sogar meine Cobblestones hier. Weißt du, jetzt ist schon wieder Nacht und ich eier hier nur an Kohle rum. Es ist ja... Aber dass ich hier so viel finde... Ist ja ein Dream hier. Das ist voll schön. Schon 56 Kohle. Da winkt mir die Höhle doch entgegen. Dann kann ich doch endlich mal eine Höhle bauen nachher. Das ist ja geil. Das ist richtig schön. Da kommt mir sogar Wasser entgegen. Das Wasser hier sehr entgegenkommt. Wobei ich das nochmal hier schließen muss hier. Ist ja sehr, sehr ungesund, wenn das da so einfach so in Löchern fließt. In mir unbekannten Löchern. Da scheint bestimmt auch keine Sonne hin. So. Alter, wie viel Kohle hier ist einfach. Das ist ja unfassbar. Schon ein 64er Stack Kohle und das hier aus, nur aus diesem kleinen Berg hier. Ist ja unfassbar. Boah. Hier ist überall Kohle. Ich bin hier nur an Kohle abbauen. Ist ja... Eieiei. Ist hier noch weg? Nee. Das war alles? Okay. Ja, was heißt, was war... Was heißt, das war alles? Hier ist auch noch was. Habe ich mich nicht mal über Kohle beschwert? Dass ich noch Kohle brauche? Das Spiel hat mich sehr ernst genommen. Muss ich mal so... Das Spiel hat mich sehr, sehr ernst genommen. Also... Muss ich mich gerade mal beim Spiel... Alter, wie schön das aussieht. Muss ich mich gerade mal beim Spiel bedanken. Dass ich hier so zugeschissen werde mit Kohle einfach. Ich werde hier noch ein bisschen weiter gucken. Und das Schwein auf dem Hintern spanken. Zack. So. Oh, hier ist auch noch Kohle. Ich bin nur noch Kohle abbauen einfach. Das ist ja... Ach Mensch. Der Part geht ja auch schon wieder einige Minuten. Alter, wie geil das da aussieht, bitte. Da steht einfach mal eine Insel in der Luft. Nein! Kohle. Da schwebt eine Insel in der Luft. Das ist ja nice. Ich würde dazu gerne mal rauf. Aber da schwebt eine Insel. Das schwimmt echt. Alter, wie geil. Boah, wie geil sieht das denn aus? Na, Alter. Alter, wie mega. Ich will da mal rauf. Aber erst bringe ich die Kohle weg, weil wenn ich... Obwohl, bringt mir auch nicht viel. Oder will ich mal rauf? Ich meine, die ganze Nacht sind wir nur in uns rumgeeiert. Aber wie komme ich da rauf? Ohne, dass ich mich da... Boah, das ist ja mega da oben. Wo war die Kohle eigentlich? Ach, hier ist ein Hasen. Ich habe gedacht, was sind das für eine Pflanzen? Hier ist noch eine Höhle. Ach, hier ist auch noch eine Höhle rein. Oh, geil. Das ist so ein geiler Place eigentlich. Achso, hier habe ich auch Kohle abgebaut. Siehst du, hier in der Nähe war auch noch Kohle. Genau da. Die kann man sich auch mal gönnen. Ja, 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 ja. Das war nichts, glaube ich.
Doch, war Kohle. Ach ja, Mensch, Alter, 42 Kohle haben wir schon wieder. Fast 264er Stacks. Und das fast nur aus diesem Berg hier. Ja, das ist ja... Alter. Ist ja ein Traum. Da träumt ja Hitler von. Was? Was haben wir denn hier noch? Ich gucke hier nur rum wegen Kohle. Das ist... wie viele Höhleneingänge es ja auch gibt, ne? Oder war das der eine schon wieder? Ich will da mal hoch. Ich will da mal hoch. Zumindest ohne zu zwangsläufig sterben zu müssen. Weil das ja doch sehr, sehr hoch aussieht. Ich will mich auch nicht verlaufen. Eigentlich würde ich ja sagen, das würden wir, könnten wir jetzt in den nächsten Parten. Alter, wie geil. Guck mal, wie geil das hier aussieht. Heiliger. Heiliger Vater unser. Du. Da geht's ja ganz schön runter. Und hoch. Ich will da so gerne hoch. Das machen wir eines Tages mal. Da gehen wir da hoch und bauen uns ein Häuschen da oben. Ja, ja, da kriegst du sogar noch ein Ei vor Freude. Ich habe aber nicht schon genug in der Hose. Ja, jetzt gehen wir auch wieder zum Häuschen und craften uns... Ach, die könnte ich mir auch so coole Dinger... Ah, nee, ich habe keine Stäbe mehr. Und kein Holz, wie mir scheint. Da ist denn nichts mit Fackeln machen. Dann müsste ich eigentlich denn wieder zurück. Damit ich mir noch was machen kann. Vorbereitung und so. Und den nächsten Part werden wir uns dann in eine Höhle begeben. Aus der ich dann hoffentlich auch wieder rausfinde. Das ist ja immer schwierig bei Minecraft. Wenn man in der Höhle geht, dass man auch wieder rauskommt. Am liebsten würde ich ja hier wieder hoch. Das müsste ich mir mal... Ich würde mir das gerne mal markieren hier. Aber... Da ist noch Kohle. Wenn man zufällig mal wieder Kohle entdeckt, ne, dann... Da habe ich mal Geronimo-Taktik gemacht. Da habe ich auch knapp, den Boden verfehlt. Das war knapp abgemessen, Leute. Knapp abgemessen. Dann werde ich mal ein paar Fackeln machen einfach. Wenn ich Holz hätte. Nee, habe ich die nicht in der Truhe gelassen? Ja, ich habe die in der Truhe gelassen. Juhu. Dann kann ich mir ein paar Sticky-Sticks machen. Und kann mir noch ein paar Fackeln craften. Das ist doch mal... Eine nette Idee. Kann man sicher mal machen. Ich brauche ordentlich Sticks, damit ich mir auch ordentlich viele Fackeln machen kann. Ich mache mir mal 264er Stacks Fackeln. In der Höhle verbraucht man sehr, sehr viel. Einmal mache ich dahin. Und einmal da. So. Und die restliche Kohle mache ich mir denn hier rein. So. Irgendwo höre ich ein Schwein. Ich glaube, das ist vor dem Haus, genau. So, dann haue ich hier mal. So. 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 Kann man da noch mal. So. So. Jetzt lasse ich schon mal ausgeleuchtet. Und ich glaube, in der nächsten Runde gehen wir dann in die Höhle. Die ich gleich auch einläuten werde. Ja, das werde ich mal machen. Aber erstmal würde ich gerne mein Fleisch hier reinzimmern. Was sich sehr gut mit Sand befeuern lässt, weil ich habe kein Holz mehr. Ich muss mal kurz... Gut, dann gehe ich mal in die Pause und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr einen Daumen nach oben da lassen. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr mich abonnieren und sonst würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.